Schönen guten Bonjour, hier ist Daniel und ich hole gerade ein Interview ab für Geeks Live Luxemburg mit Kelly. Wen ist Kelly? Aus dein Barbarin, aus dem Charakter aus Overwatch. Was tut das? Ja. Mein lieber Kelly, du hast ja tatsächlich Lux-Konhüste gewonnen, du hast letztes Jahr doch noch gewonnen. Gamescom für Blizzard aus, wo du auch dahin hast, Kind fahren, du kannst, hast du dahin gefahren, wo dein Kostüm aus Footy gegangen. Ich bin geblieben in London. Könnt ihr das selbst raus, konntet ihr Matt machen? Ja, leider. Das Jahr hast du Matt gemacht, aber was hast du gepackt und was mit welchem Charakter hast du gepackt? Man ist schon mit Saria, also mit einem Charakter aus Overwatch. Wir haben heute noch so Shaming Hoa gesagt. Ist noch alle froh. Shame. Und ich habe den Gamescom Blizzard Contest nach Einkehr gewonnen. Das ist zweimal an enger Reihe zwar. Und das ist in der Echt, was das gemacht hat. Und das dehnt sich ein bisschen los. Das heißt, dann kann ich so und du hast etwas geschafft, was du noch vier und da geschafft hast. Und das ist außergewöhnlich, wenn ich so guckt. Da ist ein bisschen das Einzige, was das halt auch gepackt hat. Und quasi vier Runden nie gauf. Und auch irgendwie gesagt, dass es gibt so eine ungeschriebene Regel gehen, dass ihr nicht zweimal kennt, hat er nie gewonnen. Kenne ich mich theoretisch bei Mythbusters ummelden, weil er schon mit mir das Footy gemacht. Also, Konkurrenz ist relativ immer so groß bei den Sachen. Du sagst Amerika, England, Deutschland. Sie kommen aus überall, kommen sie hier. Und wirklich mega cool Kostüme sind. Ich habe all die Jahre wieder gesehen, da sind tatsächlich Elite durch Gegend gelaufen, Demon Hunter, wo es für uns noch nicht das Spiel bei Charakter gehen. Und dann denkst du so, okay, wie weit gewonnen schon zweimal haben? Nein, wahrscheinlich, oder? Also, schon das Jahr und auch letztes Jahr mega Kostüme gesehen. Also, wow, also. Die Qualität von denen ist einfach immens groß, immens schön und das ist einfach immer so wow und wow und du stehst dann so als Cosplayer und du guckst und du denkst so, den ist cool und das du hast mein Favorit und oh mein Gott, denn du musst Top 3 gehen und du denkst dann, und dann stehst du dann auf der Bühne, das ist ja auch so ein halber Zombie, weil ich wirklich den Tag ein bisschen schlecht war und ja, ich bin dann da, ich gehe rauf, dann denke ich, ja, du musst im Trick gehen, weil irgendwie, was du doch im Top 10 und ich denke mir so, hä, Zombie, was will der halt von mir? Und dann stehst du auf der Bühne und dann geht dein Name gerufen und du denkst dir so, wait, what? Okay, das heißt, du gehst dann auch tatsächlich bei Blizzard auf BlizzCon, gell? Genau. Wie hast du dann das Jahr? Mit BlizzCon fällt das Jahr auf den 4. oder 5. Das heißt, Freitag und Samstag, wenn ich mich stehe. Ja, doch. Freitag und Samstag, November. Und das ist ja halt relativ frei am November. Das letzte Jahr war es bis Mitte November. Mir geht warm. Ich weiß es geht warm. Das ist immer warm, du. Und ja, also ich freue mich und es wird bestimmt witzig. Vor allem schön noch das Mädchen, was letztes Jahr ein Zweite gemacht hat, mit dem Zwerg. Das hat cool ausgesehen. Ja. Lol, das hat cool ausgesehen. Das ist ein Mädchen, das ist Strich. Das ist Strich. Das ist wirklich ein relativ dünnes Mädchen und hat ein Fettsuit und dann hat es breit ausgesät. Das hat ausgesät wie ein Zwerg. Und dann wirklich mal denkt, hat Uschwärts und hat das ein Hallo. Cool. Ja, und meiner Meinung nach hat er das letztes Jahr genauso verdient wie ich. Und schön hat das Jahr mal auf BlizzCon. Das heißt, wie gesagt, du bist relativ an der 10. Du bist ja relativ neu noch dran. Wenn ich so gucke, du warst ja zwei Jahre richtig aktiv dabei, wenn ich so halt. Dein Abstieg ist relativ schnell gekommen, groß gekommen. Ja. Fühlst du dich nochmal so, okay, ist sie ganz normal oder fühlst du dich einfach schon ein bisschen besser, weil du trotzdem einfach schon Sachen erreichst und du es so noch nicht kannst machen und das einfach nur so real aussieht? Das. Für mich ist immer noch relativ komisch, wenn ich mir Leute da hunde, die dann auf mich zugelaufen kommen, wo ich, oh mein Gott, noch nie Cosplay. Und ich denke mal so, geh fort. Das ist immer noch ziemlich komisch für mich. Aber mittlerweile habe ich auch ganz Coop richtig gut Cosplay-Freund von. Dann die sind alle wow. Und das ist einfach immer eine Community, und sich, die ich gefunden habe. Und in der ich auch integriert gesehen, ist einfach immer wow. Aber wie gesagt, manchmal hören sich natürlich auch nochmal Zwiespalt, das ist immer da. Aber im Großen und Ganzen, keine Ahnung, ist sind immer noch ich. Und, Cosplay ist mein Hobby. Ich meine gern, ich meine für den Spaß. Gut, ich habe nur gewonnen, obwohl ich für den Spaß da war. Und das war so. Okay. Aber im Großen und Ganzen.
ich esse noch mal erst mein Schmieren, ich gehe noch was im Bett, also es noch so dünn. Also du musst auch ganz normal bleiben. Wenn ihr dich irgendwie will supportieren oder dir folgen, wo kann ich das machen? Das kann ich am Anfang auf Facebook machen und da finde ich mich in der Uni-Cosplay. Ja, am Anfang und ich, ja, auf Facebook, auf Twitter sind ich auch in der Uni-Cosplay NRW und ja, da kann ich mich auch kontaktieren und auch wenn ihr Frauen hört, wo ich, wie man ich dat oder wie mal ich meine Sachen nun oder wie kriege ich genau dich hier hin, kann noch ganz gerne vorstellen, also ich weiß nicht, ich einfach noch ganz gerne shit vor einem sein Frauen. Okay, und dann habe ich auch noch gesehen, tatsächlich war eine Cosplayerin so denke ich, Maps gepostet von deinem Kalender. Und ich habe schon durchgeguckt, aber ich bin mal, wen hast du gesehen? Uni-Cosplay. Wie ist das dann zustande gekommen, dass in einem Kalender an einer Kickstarter-Aktion du dran warst? Ma, das war folgendermaßen, ich bin von einem Kollegen, ich sehe an einer Facebook-Gruppe geschmissen, wo halt, die halt Woman vs. Cosplay geheischt wird. Gibt natürlich auch den Gegenpart, Man vs. Cosplay. Und die hatten eine Kickstarter-Version abgestellt, von, wo sie gerne einen Kalender machen wollten, mit verschiedenen Cosplayer. Und da hatte ich mich halt auch gemeldet. Und wie ist es gegangen? Ich bin dann halt auch nach IKEA geschrieben, gehen, ob ich eine bessere Ablesung hat von meinem Bild. Weil ich hatte halt Anfang alles über Handy gemacht, weil Stress. Und hatte ich das geschickt und wir sind gegangen, ja, du bist dabei. Und ja, du bist nicht an einem Kalender dabei und das ist schon wow. Also, was lädt euch das? Madet einfach. Wie gesagt, hat das tatsächlich relativ gut am Warbler. Das ist wirklich mega. Baba hat das gemacht. Und auch nach den Overwatch. Ich kenne mich nicht mal da aus. Also, aber auch nicht schlimm. Zarya. Schön. Zarya. Zarya. Jawohl. Das passt doch. Also, wenn du das supportieren willst, Uni Cosplay, gib mich freuen. Das war Daniel für Geeks Live Luxemburg. Vielen Dank. I'm not your vocal tune.